Hey, Doc, ein Notfall. Wir haben einen neuen Patienten. Es ist eine Brille, an der kann man die PlayStation 5 anschließen. Kannst du das bitte checken? Wir brauchen eine okay. Hilfe. Ich gebe mir den neuen Fall. Meine Brille. Die behauptet, einen Gaming-Monitor und einen Fernseher in den Schatten zu stellen. Einfach so. Was wäre das nichts? Du musst einfach eine PlayStation 5 oder eine Xbox anschließen. Sogar eine Nintendo Switch. Warum? Weil in diesem kleinen Wunderwerk Micro-OLED-Displays von Sony verbaut sind. Beim Auspacken war es schon sehr spannend. Wir hatten gewisses Zubehör dabei. X-Real, das ist der Name, den Straßen der virtuellen Realität widerhallt. Die weltweit meistverkaufte AR-Brillenmarke. Und jetzt rollen sie mit der R2 Pro an. Schlanker, leichter, das alles. Mit einer Pixeldichte, die 1080p pro Auge verspricht. Der Komfort gefällt mir sehr gut, sie ist sehr gemütlich. Es gibt ein extra Zubehör. X-Real Beam, mit dem du HDMI-Signale auf USB-C umwandeln kannst. Aber alles, was ein Videosignal über USB-C raussendet, wie das Steam Deck, kannst du einfach abgreifen. Du kannst die Bildschirmhelligkeit einstellen, die Transparenz, der Gläser, die Auflösung und die Grafik. Ey, richtig cool. Damit könnte ich mich anfreunden. Sowohl zu arbeiten, zu zocken, als auch einen Film anschauen. Die R-Version dieser Brille gibt es jetzt im Amazon Sale für 299 €.